Oh Jungs, es ist schon lange her, seitdem ich das letzte Mal ein 3 Uhr nachts Video gesehen habe. Danach bin ich aber auf dieses Video hier aufmerksam gemacht worden und ich musste es einfach in diesem Video behandeln. Und der ausschlaggebende Grund, warum ich euch das zeigen will, ist eigentlich schon der Titel. Schwarze Stalker-Schatten ist hinter mir 3 Uhr Sommernachts her, All-Nighter Challenge geht schief. Ich weiß nicht, ob Rebecca wegen der deutschen Sprache mächtig ist, aber wenn ich sowas in mein Deutschdiktat schreiben würde, ich glaube, meine Deutschlehrerin würde mich kreuzigen. Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video und einer neuen Challenge. Und da dachte ich mir, machen wir zusammen. Na okay, was heißt zusammen? Eigentlich mache ich sie ja alleine. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr schaut mir auf jeden Fall dabei zu. Eine All-Nighter-Challenge, das heißt eine Nacht durchmachen. Ich finde es wirklich lustig, wie diese Challenge einfach schon vor 4 Jahren gestorben ist und die letzten Leute immer noch versuchen, das letzte Blut aus dieser Challenge auszusaugen und noch das letzte Geld von dieser Challenge zu generieren. Ich bleibe ja öfters bis 3 Uhr nachts wach und ein bisschen darüber hinaus. Also ich glaube, ich könnte es schon ganz gut schaffen. Mir ist aufgefallen, dass alle YouTuber, die solche 3 Uhr nachts Challenges immer noch machen, genau die gleiche Person sind. Sie handeln gleich, sie haben das gleiche Skript, sie bauen ihr Video gleich auf, es ist alles gleich. Mich würde es nicht überraschen, wenn in 10 Jahren rauskommt, dass 3 Uhr Nachts Challenges eine Erfindung von japanischen Wissenschaftlern waren, die mit Hilfe von YouTube testen wollten, wie dumm eigentlich YouTube-Zuschauer sind. Also bis zur Minute 7 passiert eigentlich nichts, wir können ihr eigentlich nur zugucken, wie sie entscheidet, welchen Film sie schauen wird und welche Pizza sie isst. Das muss ich mir aufschreiben, so streckt man seine Videos für mehr Einnahmen. Leute, der sitzt. Ich weiß nicht, ob ich da lang soll. Fluffy, komm, komm. Seht ihr das? Voll gruselig. Warum hockt da jemand? Auch noch so dunkel gekleidet. Ich hab Angst. Zuerst einmal, welcher Weirdo setzt sich so auf eine Parkbank hin? Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Als allererstes mal richtig gute Idee, einfach eine fremde Person richtig auffällig mit einer fetten Kamera im Regen zu filmen. Ist ja auch nicht so, als hört man von Vergewaltigungen, Morde, Entführungen. Nein, richtig gute Idee, erstmal den filmen. Besser als jetzt, wenn ich zu Hause bin, wer weiß, was dann passiert um 3 Uhr. Was soll schon um 3 Uhr passieren? Natürlich, Freddy Fazbear kommt aus dem Schrank und schließt dich auf. Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus wie ein Geist? Glaub mir, dass du so aussiehst wie ein Geist, liegt sicher nicht am Licht. Jetzt um 3 Uhr, was macht jemand um 3 Uhr nachts draußen? Ich glaube, ich habe mich gerade verirrt. Hast du wirklich gerade gefragt, welcher Mensch um 3 Uhr nachts rausgeht? Während du gerade um 3 Uhr nachts draußen bist? Leute, eine Person steht da. War das der Typ, der vorhin auf der Bank war? Fluffy guckt schon komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, weil die Kamera ist unscharf. Komm, Fluffy, komm. Komm. Nee, ich glaube, ich gehe da nicht lang. Mein Gott, der läuft in meine Richtung. Also das Erste, was ich machen würde, ist auf jeden Fall noch länger die Person filmen. Bitte, der läuft in meine Richtung. Der läuft schneller. Ey, wenn er noch hier abbiegt, ne, der verfolgt mich. Also film auf jeden Fall weiter und fang nicht an zu rennen, okay? Es ist für die Klicks, also film weiter. Ey, wenn er gleich hier abbiegt, ne, ich krieg Herzinfarkt. Leute, der ist abgebogen. Oh scheiße, wie gruselig. Ich habe mich schon dreimal während des Videos angeschissen. Sieht man das? Wo ist der? Da hinten. Gott, was soll ich machen? Was du machen sollst, ist auf jeden Fall weiterfilmen. Oh shit, es ist der Game Master 2.0, ruf die Polizei, ah! Es ist auf jeden Fall sehr realistisch, dass du dich hinter diesem dünnen Metallgerüst versteckst und er dich einfach nicht sieht. Man könnte natürlich jetzt argumentieren, dass das Video natürlich fake ist, aber ich glaube einfach, er sieht durch die Maske nicht, das muss es sein. Nix. Hier auch nichts. Ich hab eine Münze hier drin. Nein. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Und nachdem es jetzt zu Hause angekommen ist, bekommt sie einfach für das restliche Video einen mentalen Zusammenbruch, weil sie ihr Handy verloren hat. So sehr ich es auch versuche, ich kann mir keine Leute vorstellen, die sowas gruselig finden. Die YouTuber, die solche 3 Uhr Nacht Videos machen, sind die schlimmsten Schauspieler, die jemals YouTube betreten haben. Aber es sind immer sehr unterhaltsame Videos, wenn man sich über sowas lustig machen will. Das war alles, was es zu sagen gibt. Wir sehen uns.